Präzision. Das kann man wirklich nicht meckern. Sie sind alle tot. Zum nächsten Kontrollpunkt. Ich wette, Cerberus ist noch nicht am Ende. Ach, garantiert nicht. Danke. Morgan hatte recht. Cerberus muss einen Hinweis bekommen haben. Sie waren einfach zu schnell hier. In jedem Krieg gibt's Verräter. Der Feind ist hartnäckig. Oben sind auch noch welche. In Deckung! Ja, Cerberus kriegt gewaltig was in die Fresse. Ach, Mann. Schmettern! Weg mit dir! Lecker! Ungefähr die Unterstützung. Oh, da ist noch jemand. Lecker. Guten Tag. Shepard, vermute Cerberus hat Energie abgeschaltet. Kann ich erst weitermachen, wenn Sie Notfallsysteme umleiten? Alright, wir schaffen das schon. Nur durchhalten. Skorpion. Ausgezeichnet, können uns durchbringen. Moment, noch ein Cerberus-Trupp. Ach, na toll. Ja, wieder auf. Machen Sie weiterhin Druck. Verstanden. Aber ja. Sippie. Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdnot Rex noch. Rex kann seine Finger nicht von einer fruchtbaren Frau lassen. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Soll das heißen, Rex ist ein Lustmolch? Ja, ja. Eine Fresse, Mann. Wir sind fast da. Shepard, Sie haben uns gefunden. Unter schwerem Beschuss. Wir haben die Gruppe an der Linie eingetreten. Liege unter Beschuss. Schade. Ja,
letzte Freigabe, Shepard. Alright. Shepard, Sie müssen die Freilassung autorisieren. Tank wird dann zur Landezone gebracht. Wir bringen Sie weg von hier. Oh oh. Shepard, Achtung, Feind im Anmarsch. Weit klar. Der Atlas. Wir haben ja schon oft gezeigt, Atlas kann uns nicht aufhalten. Shepard, ich kann erst landen, wenn Sie mit dem Ding fertig sind. Sonst ist es zu gefährlich. Kroganerin gestellt. Tür ist beschädigt. Kann ich raus? Ah, toll. Abstand halten, ich kläre das. Kroganerin beschützen, Shepard. Sie ist ungeschützt. Alright. Dann schauen wir mal. Erstmal Überlastung natürlich. Ich hau Warp rein. Ganz schön heftige Feuerkraft. Vielleicht können wir ihn knacken. Hier gibt es keinen. Vielleicht. Was ist denn, Shepard? Werden Sie alt? Erledigen Sie das Ding. Ja, das Ding Sarin war viel härter als das hier. Ja, stimmt. Deswegen ist er ja jetzt auch voll. Hat das etwa wehgetan? Ich glaube, sie haben es geschafft. Von hier oben sieht alles sicher aus. Geschafft. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Ach recht. Beeilen wir uns. Bringen wir sie weg von hier. Da sind sie. Da sind sie. Ah, hier schon wieder. Geil. Ja, ich kann die ist eine mich tolle selbst Frau. Aufpassen, Rex. Frau. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Ich glaube, der kann es nicht sagen. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Ja, wenn das nicht stört.
Ja, sind ja schon weit gekommen, die Juden. Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die okay. Probleme der Torianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Na toll. Wenn das nicht der Auftakt zu einem tollen Bündnis ist. Ja, wenn man sieht, wir sind schon sehr gut vorbereitet, also. Alle Achtung. Commander? Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen. Weil es auf Tuchanka war. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Ich tue, was ich kann. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und Ihr Verständnis. Die salarianische Dalatras fragt sich, was die Kroganer nach der Heilung tun werden. Wie sehen Sie das? Wenn wir die Reaper nicht aufhalten, spielt das keine Rolle. Aber ich verstehe Ihre Zweifel. Der Mond, auf dem Sie mich gefunden haben? Dort fand unsere letzte Schlacht gegen die Kroganer statt. Sie kannten keine Gnade. Das ist alles. Natürlich, Commander. Was für ein Showdown auf Zurkesh. Genau wie in alten Zeiten, Shepard. Und ich habe auch wieder ihren Arsch gerettet. Die Kugeln sind mir nur so um die Ohren geflogen. Dank meiner moralischen Unterstützung haben sie es überlebt. Ja, klar. Sie sagten, einer ihrer Trupps wird vermisst? Er erkundete das Rachni-Portal. Wegen Gerüchten, dass es dort Ärger gibt. Rachni? Das interessiert sie was? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Einen großen. Die können nicht zurück sein. Ich weiß nur, dass der Kontakt zu den Kundschaftern sofort abbrach. Kompanie Aralak, meine beste Einheit, steht bereit. Sie können sich vor Ort mit ihr treffen. Mal sehen, was ich tun kann. Dann mal los, Shepard. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Und Shepard? Mir gefällt, was Sie mit der Normandy gemacht haben. Ich hatte es satt, immer im Frachtraum rumzuhängen. Ach komm. Ich habe immer noch kein Fenster wie Liara, aber ich küsse ja auch nicht so gut. Kein Kommentar. Klar. Ich hab das Ding vermisst. Ich würde gern mit Ihnen losziehen, aber die Pflicht ruft. Wenn der Salarianer meine DNA für wichtig hält, was soll ich da sagen? Na, mal doch. Mein
sollte meinen, die Salarianer würden eine Basis auf ihrer Heimatwelt besser absichern. Nein, das war schon angemessen. Aber Cerberus hat Reaper... Commander, wir haben neue... Commander, schön, Sie wiederzusehen. Wie kommen Sie zurecht, Trainer? Endlich fühle ich mich nützlich. Es war viel Arbeit, Datenfeeds für den Kriegsgipfel zu integrieren. Halten die Systeme? Naja, zum Glück haben wir Stresstests gemacht. Spezialistin Trainer war sehr hilfreich. Dank ihrer Arbeit sind die Daten der Einsatzzentrale jetzt korrekt. Vielen Dank, Edie. Ich muss mich noch an alles gewöhnen. Im Labor wurde alles gehortet. Überall stapelweise Tech. Hier lebt man wie in einem Schuhkarton. Das Leben auf einem Schiff wirkt anfangs immer beengt. Sie gewöhnen sich dran. Oh, das ist nichts Schlechtes. Ich mach's mir schon gemütlich. Es ist wunderbar. Im Labor mussten wir horten, weil wir kein Budget hatten. Jetzt? Edie? Ariaketech hat einen geschützten Smart-Algorithmus, der unsere Ferndaten säubern könnte. Können wir den kaufen? Das geht. Upgrade wird analysiert und aufgespielt. Der Algorithmus verkürzt die Analysezeit für strategische Fernkampfdaten um 3%. Beeindruckend. Wenn ich die benötigte Ausrüstung bekomme, lebe ich gern in einem Schuhkarton. Klingt doch toll. Commander, es war ein Vergnügen, Sie auf SoCash wiederzusehen, auch wenn die Umstände alles andere als ideal waren. Anscheinend finden unsere Treffen immer nur bei galaktischen Bedrohungen statt. Auch gut, in diesem Zusammenhang wollte ich noch einmal wiederholen, dass die STG im Bedarfsfall zu Ihrer Verfügung steht, ungeachtet des politischen Klimas. Sie waren für uns da, als wir sie brauchten. Wir werden das mit Freuden auch für Sie tun. Viel Glück. Erde runterkommen und das Jahre bei Ihnen ist. Von Ihrem alten Schiff runterzukommen, war das Beste, was wir tun konnten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mir diese Kabine zum Hals raushing. Genau wie ständig über diese Drohne zu stolpern. Ich weiß nicht mal, wie sie mich in einem so großen Schiff finden konnte, obwohl ich ihr Suchsystem deaktiviert hatte. Ich habe einige interessante Informationen für Sie ausgegraben. Reden Sie mit Glyph, um die Daten zu sortieren. Hoffentlich helfen Sie Ihnen weiter. Hm? Ach, Farron! Der alte Drecksack. Ja, ich bin gemein. War schon zu hören, dass es Ihnen auch noch gut geht. Also, Liara. Upgrade. Munitionskapazität plus 5%. Na dann. Es wird funktionieren, Rex. Wir müssen nur mit dem Bau des Tigels fertig werden. Obgleich mich interessieren würde, wie Sie an diese Information gelangt sind. Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz über Bündnispartner. Dr. Tassoni hat Ihnen Zugriff gewährt. Oh, mein Mann. Hallo, Shepard. Wie ist es mit Ihnen als Broker so gelaufen, Liara? Es war aufregend. Und das alte Brokerschiff? Beeindruckend, aber nicht gerade weltraumtauglich. Der Unbekannte hat mich dann schließlich auf Hagalas aufgespürt. Und was dann? Ich wusste, dass er kommt. Farron und ich haben so viel Hardware wie möglich vom Schiff auf ein Shuttle umgeladen. Durch ein Ablenkungsmanöver konnten wir dann einem Cerberus-Schlachtschiff entkommen. Was für eine Ablenkung? Wir haben das Brokerschiff in einen Cerberus-Kreuzer gejagt. Der Unbekannte hat sicher nicht damit gerechnet, dass ich meine Ressourcen so spektakulär opfere. Können Sie ohne Schiff noch als Broker operieren? Der Unbekannte durfte es nicht kriegen. Das Wichtigste konnte ich retten. Mein Agentennetzwerk ist noch intakt, obwohl die Reaper es deutlich dezimiert haben. Die Kontaktherstellung dauert eine Weile. Was hat Farron nach ihrer Flucht gemacht? Er wollte um jeden Preis wieder arbeiten und ich brauche mehr Agenten. Agent Farron hat bei seiner letzten Meldung keine Verletzung gemeldet, Doktor. Stimmt, er hat so viel überlebt. Ich sollte mich weniger sorgen. Wir reden später, Liara. Natürlich. Immer wieder schön zu reden. Kroganerinnen finden Narben attraktiv. Garrus ist loyal, einigermaßen intelligent, etwas aggressiv, fast wie ein Kroganer.